Wie drucke ich Resin X auf Drucker Y oder wie schaffe ich es, dass Drucke wie diese kleine Figur hier oder aber auch große Drucke wie dieses Cockpit von der Razer Crest sich nicht von der Druckplatte lösen, vom Support lösen oder sich in irgendeiner Art und Weise verformen. Darum geht es in diesem Video, denn ihr habt mir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten jede Menge Fragen gestellt, die ich versuche in diesem Video zu beantworten. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Macorama.de. Und wir fangen gleich mal mit den Basics an. Nein, nicht mit dem Leveln, sondern mit Schleifpapier. Warum Schleifpapier? Nun ganz einfach, ich habe hier immer ein bisschen Schleifpapier im Haus, damit ich die Druckplatten, wie jetzt hier die zum Beispiel vom Elegomas 3 Pro, ordentlich schleifen kann, damit ich hier eine schöne Oberfläche habe, die glatt ist, die eben ist und die auch keine, wie jetzt hier so Kratzer drin hat, die dann entsprechend Unebenheiten verursachen können im Druck oder dafür sorgen können, dass der Druck sich von der Druckplatte löst. Und das mache ich jedes Mal, bevor ich level, weil wenn ich da level und danach abschleife, muss ich dann im Prinzip natürlich nochmal neu leveln, weil ich von der Druckplatte erstmal Material abgenommen habe und dann genau genommen das Leveling nicht mehr wirklich stimmt. Also gehe ich hin und nehme die Druckplatte, ich packe das Schleifpapier auf eine glatte Oberfläche, wo ich genau weiß, okay, da ist keine Unebenheit entsprechend unten drunter, weil diese Unebenheiten übertragen sich dann später auch auf die Druckplatte und dann schleife ich das Ganze schön in runden und kreisenden Bewegungen einfach schön und normal ab. By the way, wir erhalten auch immer öfter E-Mails von Leuten, die sagen, hey, pass auf, so ein Resin-Drucker ist für mich viel zu aufwendig oder ich habe keinen Platz, wo ich den hinstellen kann. Ich möchte eigentlich nur ein paar Tabletop-Figuren wie diese hier. Dann könnt ihr unseren 3D-Druck-Service nutzen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und weiter geht's im Text. Wenn ich das erledigt habe, kann ich hingehen und mir endlich ein Blatt Papier, 80 Gramm Seidenmatt-Druckpapier, kennt jeder, einfach nehmen und in der Mitte falten. Und dann das Ganze, wie es schon im Unboxing-Video entsprechend vom Elegomas 3, wer das noch nicht kennt, das Video packe ich euch hier oben in die Ecke, einfach nehmen, auf die Druckoberfläche nehmen, legen, auf das Display legen, die Druckoberfläche einspannen und dann hier vorne beim Elegomas sind das hier zwei Schrauben, einfach lösen, damit die Druckplatte nach unten absinkt, den Drucker dann entsprechend dazu bringen, dass er in die Home-Position fährt und sobald er unten das Blatt entsprechend zwischen Display und Druckplatte eingeklemmt hat, kann ich die Schrauben wieder festziehen und dann fange ich an, in 0,01 mm Schritten die Druckplatte ganz leicht Stück für Stück hochzuheben, bis ich das Papier wieder ganz normal bewegen kann. Vorsicht, nicht zu sehr anheben, weil das sorgt natürlich auch dafür, dass dann der Druck am Schluss nicht richtig haftet, sondern schauen, dass sich das gerade so bewegen kann. Ich mache da meistens ein bis zwei Schritte, die ich brauche, bis ich entsprechend das Blatt Papier wieder bewegen kann und dann setze ich diesen Punkt natürlich wieder als Z gleich 0. Bevor wir jetzt aber anfangen, das Resin einfach ins Wett einzufüllen und loszudrucken, müssen wir uns natürlich überlegen, welche Einstellungen wir für das Resin brauchen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr das Ganze angehen könnt. Zum einen könnt ihr natürlich auf der Flasche schauen. Hier bei dem Conjure Rigid Resin steht jetzt hier nicht wirklich großartig drauf, welche Exposure Time ich dafür brauche. Also Bottom Layer Exposure Time und die normale Exposure Time und vielleicht auch noch ein paar Geschwindigkeiten, die ich einstellen soll. Deswegen ist mein erster Blick natürlich auf die Webseite, wo ich schauen kann, ob der Hersteller irgendwelche Daten zur Verfügung stellt, sind dort auch keine Werte zu finden. Dann gehe ich hin und werfe einen Blick in meinen Slicer. In dem Fall der Litchi Slicer, das kann ich euch echt nur empfehlen. Dort könnt ihr nämlich nicht nur eine größere Anzahl an Druckern auswählen, so als bei Cheetobox, sondern auch eine größere Anzahl an Resins, die die Community mit der Zeit getestet hat und die auch zum Teil schon von Litchi oder von Mango 3D, entsprechend vom Entwicklerteam, geprüft sind und bestätigt werden. Das heißt also, ihr habt da rechts nebendran nochmal schöne Anzeige, wie viele Drucke erfolgreich waren mit diesem Resin, mit diesen Einstellungen auf diesem Drucker. Und das macht mir natürlich das Leben leichter, wenn ich sage, okay, ich habe hier zum Beispiel das Elegomas ABS-like Resin und ich möchte schnell was drucken und schnell zum Ziel und dann sehe ich, okay, für den Mars 3 Pro habe ich dort jede Menge erfolgreiche Drucke, sogar ein Geprüfzeichen von Mango 3D, dass sie sagen, ja, diese Einstellungen sind legit und die kann ich natürlich dann benutzen. Vorsicht aber, bei diesen Einstellungen kann es natürlich sein, dass es leichte Abweichungen gibt, je nachdem wie eure Umgebung ist. Die Temperatur in eurem Raum, wo der Drucker steht, spielt natürlich eine große Rolle. Die Luftfeuchtigkeit etc. etc. Das heißt, ihr müsst da trotzdem noch mal ein bisschen rumspielen, weil es kann natürlich sein, wenn jemand das bei sich in einem Raum gedruckt hat, der Zimmertemperatur hat, also irgendwas um die 21 bis 27 Grad, was schon ziemlich heiß ist mit 27 Grad und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit und ihr das Ganze jetzt in die Garage stellt im Winter und dort eine hohe Luftfeuchtigkeit vielleicht noch herrscht,
dann habt ihr natürlich andere Einstellungen als ich jetzt hier oben im Studio. Damit ihr das austesten könnt, gibt es natürlich jede Menge Tests online, die ihr runterladen könnt. Die Links zu den einzelnen Tests, die ich euch hier jetzt zeige, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und da fangen wir einfach mal an mit den Cones of Calibration. Die kennt ihr schon aus einem meiner letzten Videos. Die finde ich ziemlich genial. Es gibt Leute, die mögen das nicht so sehr. Ich nutze es mittlerweile ganz gerne. Obwohl ich jetzt gerade merke, dass eigentlich mein ABS-like Resin für meine Umgebung und für meinen Resin und meinen Drucker, den ich da stehen habe, noch nicht hundertprozentig passt. Ihr habt ja einmal eine Erfolgsseite auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Fehlschlagseite. Und auf der Erfolgsseite müssen eigentlich alle Cones miteinander verbunden sein und auf der Fehlschlagseite müssen eigentlich alle getrennt sein. Das heißt also hier diese paar, die miteinander noch verbunden sind, wo das noch funktioniert hat, da muss ich nochmal ein bisschen ran und muss das Ganze nochmal feintunen. Das heißt also Exposure Time nochmal ein bisschen runter. Dann sollte es klappen. Ich weiß aber auch von anderen Tests und von meinen Testdrucken her, dass die Settings soweit echt Sahne sind und dass ich damit arbeiten kann. Von daher ist der nicht ganz so präzise. Das habe ich auch von dem einen oder anderen gehört. Der sagt, okay, naja, da gibt es noch ein bisschen Verbesserungsbedarf bei dem Test. Wenn man dann entsprechend genau arbeiten möchte, kann man sich hier zum Beispiel mal die Amaran Test Labs statt ausdrucken. Da hat man hier vorne so ein Schachbrettmuster drin, wo man dann überprüfen kann, ob die Kanten dann auch wirklich schön im rechten Winkel sind und schön scharf sind. Man hat hier oben einen Test mit solchen kleinen Pfeilern. Wenn die dann entsprechend abgerissen sind, dann weiß man ungefähr, wie hart oder wie tough das Material ist. Man hat hier so eine Space Needle, die man drucken kann, wo man bestimmte Details testen kann. Man hat hier vorne nochmal kleine Schlitze drin, wo man gucken kann, ob denn da was zu sehr overexposed ist oder underexposed ist. Das heißt also, man hat jede Menge Vergleichswerte. Eine Anleitung zu den Tests, wie man die zu lesen hat, gibt es natürlich auch von dem jeweiligen Anbieter. Den packe ich euch unten in die Videobeschreibung natürlich mit rein. Da könnt ihr dann gucken, ob das denn von euren Druckeinstellungen her passt oder nicht. Und diese Tests habe ich dann einfach genutzt, um verschiedene Drucker mit verschiedenen Materialien, hier zum Beispiel das Atlas Vulkan Resin, was ich auf dem Saturn gedruckt habe. Auf dem Rocket One habe ich das auch gedruckt, da hat es nie wirklich funktioniert, weil das Material nicht mit dem Drucker funktioniert. Ihr wisst, ihr habt es gesehen, ne? Wenn nicht, packe ich euch das Video hier oben hin, das war ein ziemlich langes. Es gibt aber auch einen Test von Prusa Labs zum Beispiel für ihre Resin-Drucker. Es gibt hier das Spaceship, was ähnliche Funktionen hat wie die Teststadt von Amaran. Es gibt solche Platten hier, wo ihr einiges erkennen könnt, ob was gut oder schlecht ist. Da könnt ihr euch austoben und könnt euch einen Test raussuchen, der für euch funktioniert, wo ihr so ein bisschen das Gefühl für das Ganze bekommt und wo ihr sagt, okay, das wollt ihr entsprechend ausprobieren. Das ist so grob mein Workflow, den ich mir mittlerweile aufgebaut habe. Natürlich, wie gesagt, also erstmal Druckplatte schleifen, dann leveln, dann die Testdrucke drucken und vielleicht mal gucken, ob man schon ein vorgefertigtes Profil findet. Und wenn nicht, muss man halt, wenn man kein vorgefertigtes Profil findet, mal ausprobieren. Man muss halt ungefähr aus Gefühl raus sagen, okay, das hier ist ein bisschen ABS-like. Bei dem Elegoo ABS-like habe ich so irgendwas zwischen 3 und 3,5 Sekunden pro Layer plus nochmal. Naja, Rule of Thumb, 10-mal mehr entsprechend für die Bottom Exposure Time. Das heißt also, ich schmeiße das erstmal mit den Werten vielleicht drauf und taste mich dann langsam ran. Ich habe jetzt hier beim Elegoo Mars und beim Elegoo Saturn mit den Cones of Calibrations circa 3 bis 4 Testdrucke immer gebraucht, um das Ganze einzustellen. Natürlich, die verbrauchen nicht viel Resin. Also ihr seht, die Objekte sind ziemlich klein, die verbrauchen nicht wirklich viel Resin. Und wenn ihr einmal was gefunden habt für euer Resin und ihr sagt, okay, ihr druckt vielleicht wie ich jetzt hier sehr, sehr viel mit dem ABS-like Resin oder mit dem Vulkan Resin, dann habt ihr natürlich die Einstellung gefunden und könnt die immer beibehalten. Vielleicht gibt es mal ein paar Variationen, weil in der Produktion irgendwie was sich geändert hat. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das bleibt dann relativ stabil von den Einstellungen her. Und dann solltet ihr eigentlich erst einmal ein paar gute Drucke rausbekommen. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, meine Drucke reißen immer noch vom Support zum Beispiel mal ab. Das habe ich auch schon öfters erlebt, als ich hier für die Razorcrest zum Beispiel solche Teile gedruckt habe. Bis ich dieses Teil fertig hatte, habe ich erstmal ein bisschen rumexperimentieren müssen. Da gibt es natürlich auch nochmal den Punkt, stellt euren Support richtig ein. Das bedeutet, wenn ihr merkt, okay, der Druck reißt ab, versucht es einfach mal, wie ich jetzt hier in diesem Beispiel, mit einem Support, der ein wenig stabiler ist. Das heißt also, ich habe jetzt hier von Light auf Medium gestellt und habe ein paar Supportstützen mehr eingebaut und siehe da, schon war der Druck wirklich von den Dimensionen her perfekt. Er hat sich nicht geworbt und nichts. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Druck eigentlich ganz zufrieden.
Klar, man hat auf der Unterseite noch mal ein paar kleine Nippel mehr, die man am Schluss abschleifen muss. Aber das ist dann immer noch besser, als wenn der Druck am Schluss fehlschlägt. Wenn ihr dann sagt, okay, ich kriege aber den Support nicht ab, weil ich jetzt hier wirklich den Heavy Support anwenden musste, weil das Objekt, wie jetzt zum Beispiel hier das, so groß ist und ich hier innen drin noch mal viel heftigen Support dran gepackt habe, dann habe ich nochmal natürlich für euch einen kleinen Tipp. Nehmt eine Heißluftpistole, haltet es drauf und föhnt damit entsprechend den Support weich. Das müsst ihr aber aufpassen, weil wenn ihr zum Beispiel filigrane Figuren wie diese hier habt entsprechend oder aber auch sowas hier mit den kleinen Ästen hier hinten dran, das ist jetzt eine zweiteilige Figur, hier hinten dran habe ich jede Menge kleine Äste oder Stämme gehabt. Wenn ich die zu sehr mit dem Heißluftföhn entsprechend dann aufwärme, dann kann es sein, dass ich nicht nur den Support abreiße, sondern natürlich auch die einzelnen Stämme hier oder die einzelnen Äste. Und das möchte ich natürlich nicht. Gerade bei Figuren, die kleine, dünne Stäbe haben oder eine Axt oder ein Schwert oder so in Richtung, kann es da auch leicht mal passieren, dass man dann entsprechend nicht nur den Support, sondern das Objekt selbst zerstört. Und deswegen müsst ihr dort aufpassen. Deswegen versuche ich auch erstmal, nachdem ich das Ganze in Isopropanol gepackt habe, erst einmal schön, ohne irgendwas aufzuheizen, mit der Heißluftpistole den Support abzubekommen. Bei diesen Figuren hier von Loot Studios, die pre-supported sind, funktioniert das immer out of the box. Da brauche ich eigentlich sehr, sehr selten wirklich die Heißluftpistole. Und da muss ich sagen, die sind richtig schön supported. Es macht richtig schön Spaß, die wieder rauszunehmen und dann zusammenzukleben. Aber es kann natürlich auch sein, wie jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel hier, da denke ich nicht lange nach, das ist ein grobes Teil, da brauche ich mir über feine Strukturen keine Gedanken zu machen. Da gehe ich einmal mit der Heißluftpistole dran und blub, habe ich den ganzen Support ab. Das geht wirklich kinderleicht, das sollte man wirklich nicht glauben, aber es funktioniert einwandfrei. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich habe heute nochmal eine E-Mail bekommen, wo mich jemand gefragt hat, ey Mackie, kannst du bitte ganz dringend ein kurzes Video zu machen? Deswegen habe ich gesagt, okay, ich schmeiß den ganzen Release-Plan für die ganzen Videos überhaufen und mach das Video jetzt und hau das raus, auch wenn dadurch das Video ein bisschen später online geht. Und in diesem Sinne, hat euch das Video hoffentlich gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Mekorama Family beitretet. Und vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen, vor allen Dingen auch an Evil Clown, der mein erster Merch-Supporter ist. Der bekommt ein einzigartiges Shirt. Eine abgewandelte Version wird es wahrscheinlich später irgendwann mal im Shop geben. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich blende es euch mal ein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch frohe Ostern, Hodl the Lion, Happy Printing und ciao.